Seit ein paar Jahren diskutieren wir ja schon darüber, dass wir in der Kommunikation häufig denken, das ist ein Mensch, der da mit uns spricht, beziehungsweise in der Regel eher schreibt. Und tatsächlich ist dahinter aber ein Bot und kein Mensch, also eine Maschine, ein Algorithmus oder manche Menschen würden sagen eine künstliche Intelligenz, andere Menschen würden sagen ein Computerprogramm. Ich beschäftige mich gerade mit dem gegenteiligen Fall, beziehungsweise der Fall beschäftigt mich, nämlich, dass ich Menschen unter Generalverdacht stelle, dass sie Bots sind. Und das hat sich jetzt gerade nochmal sehr stark verschärft. Das kommt daher, dass bei mir auf meinem Android-Smartphone gerade ganz viele Messenger-Apps mir vorgefertigte Antworten anbieten, mit denen ich auf Chat-Nachrichten oder auf Messenger-Nachrichten reagieren kann. Nochmal alles ein bisschen ausführlicher. Also, was wir schon kennen, ist, dass es Kommunikation gibt und dass man nicht so ganz einfach unterscheiden kann, schreibt da jetzt ein Mensch oder schreibt da eine Maschine. Das wird viel diskutiert politisch, Twitter-Bots, die beispielsweise einen Wahlkampf beeinflussen oder sonstige Meinungsbilder beeinflussen, aber auch im täglichen sowas wie Support, wie sagt man das, also wenn ich mit einem Support chatte, weil ich beispielsweise ein Paket vermisse, was zu mir geliefert werden sollte, dann hat man inzwischen schon relativ häufig relativ sicher mit Maschinen zu tun. Und jedenfalls glaube ich, relativ häufig erkennt man auch, dass das ein Bot ist oder steht drüber, dass das ein Bot ist. Ich mache das übrigens auch häufig so, dass ich einfach nachfrage, hallo, sind Sie ein Mensch oder eine Maschine? Und wenn es ein Mensch ist, frage ich auch immer noch, wo die geografisch sitzen. Das ist übrigens sehr interessant, was dabei rauskommt. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Das Thema ist tatsächlich genau das Gegenteil. Mir schreibt ein Mensch eine Nachricht. Bei Android ist es bei mir in den letzten Tagen dazu gekommen, bei WhatsApp, bei Telegram, bei Teams. Und ich bekomme die Nachricht angezeigt. Und zwar, das macht einen kleinen, aber wichtigen Unterschied aus, schon in der Vorschau, wo so eine kleine Notification runterkommt mit der Nachricht. Und bevor ich die App auch nur öffnen muss, zeigt mir die App mögliche Antwortoptionen an. Ich habe im Blogartikel dazu einen Screenshot gezeigt, eine Kommunikation, die mit Danke endet. Also jemand schreibt mir eine Nachricht, die endet mit Danke und ich kann dann sowas zurückschicken wie gern geschehen oder keine Ursache. Muss ich einfach nur einmal draufdrücken und habe damit schon die Antwort geschickt. Die Person, die dann diese Antwort wieder von mir kriegt, weiß nicht, dass sie so halb mit einem Bot gesprochen hat, dass ich diese Antwort mir also nicht kreativ ausgedacht habe und nicht von Hand eingetippt habe, sondern tatsächlich nur auf eine Taste gedrückt habe, die tatsächlich dann diese Antwort für mich geschickt hat. Die Antwortvorschläge sind relativ gut zutreffend. Vielleicht liegt es auch an der Einfachheit meiner Kommunikation oder dass man nicht so individuell ist, wie man sich so denkt, weil natürlich auf Danke die Antworten relativ begrenzt sind, die Menschen so geben. Ich kann mir vorstellen, dass das mittelfristig auch bei etwas komplexeren Zusammenhängen funktioniert, bei allem, was halt relativ eindeutig zuzuordnen ist, beispielsweise Terminanfragen. Wenn jetzt ich jemandem schreiben würde oder umgekehrt, jemand schreibt mir, können wir dazu mal telefonieren, dann könnte der Bot ja, wenn er auch meinen Kalender kennt, gucken, wann habe ich denn Zeit und sowas schicken wie, ja, morgen um 13 Uhr würde gut gehen oder Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr etc. Wir haben das alle oder viele von uns sicher auch schon mal gesehen. Es gibt dieses Video von, ich glaube, 2018 oder 2019, wo die Assistenzfunktion von, ich glaube, Google ein Telefonat führt mit einem Friseur und die künstliche Intelligenz, in dem Fall auch einfach nur ein Bot, der mit einer Stimme spricht, klärt mit dem Friseur eben einen Friseurtermin ab am Telefon. Schriftlich wird das erstmal viel verbreiteter sein, das ist viel einfacher und viel schwerer zu erkennen, ob dahinter ein Test, ein Bot sitzt oder nicht. Nicht zuletzt übrigens, deswegen ist der sogenannte Turing-Test auf künstliche Intelligenz genau darauf ausgelegt, kann ich, wenn ich mehr als 5 Minuten mit so einem Gegenüber schreibe, erkennen, ist das ein Mensch oder eine Maschine. Ist jetzt aber auch nicht Thema. Irgendwie schon doch. Das Thema ist es tatsächlich ein Problem, dass ich jetzt nicht mehr nur mich damit beschäftigen muss, ist das wirklich ein Mensch, der mir da schreibt, sondern umgekehrt auch, wenn mir ein Mensch schreibt, wie schnell stelle ich den unter Bot-Verdacht? Weil natürlich plötzlich alle Phrasen so aussehen, als würden sie von einem Bot kommen. Oder zumindest hätte, dass diese Person mir nicht individuell geantwortet hat, sondern nur auf eine automatische Antwort gedrückt hat. Das ist nicht ganz neu. Manche Menschen von uns kennen das schon. Zum Beispiel, wenn man bei LinkedIn sowas sieht wie Gratulation zum neuen Job, den du hast oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, dann gehen, glaube ich, die meisten LinkedIn-Nutzer schon davon aus, dass das nicht unbedingt individuell ist, weil LinkedIn einem genau das anbietet, nämlich
den Hinweis hier, die Person hat sozusagen eine Gratulation zu was auch immer verdient und dann kann man zwischen vier verschiedenen Formulierungen auswählen und genau das schicken. Und ich beobachte bei mir tatsächlich jetzt im Moment immer mehr, dass ich ganz viele Nachrichten dann sozusagen in meinem täglichen intuitiven Bot-Checks falsch teste, nämlich denke, das hat doch ein Bot geschrieben und wahrscheinlich hat das aber meist immer noch ein Mensch geschrieben. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil zumindest für eine gewisse Übergangszeit wir noch sehr viel üben müssen und es ja tatsächlich nicht so praktikabel ist, aber im Alltag machen wir täglich wahrscheinlich hunderte von intuitive Bot- oder Mensch-Checks und Testen und fragen uns, kommt diese Nachricht von einem Mensch oder einer Maschine? Und im Moment sind wir eigentlich noch nah dran, dass wir 100% sagen, ja, der Default ist, es kommt wohl von einem Mensch. Und die Frage ist aber, ob es nicht schon reicht, wenn 1% dieser Kommunikation von einer Maschine kommt oder von einer Mensch-Maschine-Kombination, nämlich so eine Vorauswahl wie My Messenger, um sozusagen dieses 100%-Vertrauen so zu erschüttern, dass wir uns an ganz vielen Stellen fragen, ist das jetzt tatsächlich eindeutig von einem Menschen gekommen oder nicht? Ich bin sehr gespannt. Das ist der Zwischenstand vom 3. Juli 2020. Mal sehen, was ich in Zukunft drüber denke und mich interessiert auch schon, was ihr jetzt drüber denkt.